Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit einem neuen Shopping-Haul für euch heute. Und zwar würde ich euch gerne heute mal ein paar von diesen sogenannten No-Name-Läden ein bisschen näher vorstellen. Ich meine, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Irgendwie gibt es ja in Berlin und Hamburg heißen sie Osco, oder in München gibt es auch einen Osco. Keine Ahnung, die haben ja alle möglichen Namen, aber meistens haben sie dann ja doch relativ das gleiche Sortiment. Auf jeden Fall war ich da die letzte Woche in zwei verschiedenen Läden und habe echt meiner Meinung nach richtig coole Sachen gefunden. Also wirklich richtig schöne Schuhe, die auch überhaupt nicht billig aussehen, und ein richtig, richtig schönes Kleid und noch ein Blazer und ein paar Sachen, genau. Also fangen wir damit vielleicht gleich mal an. Das erste Mal war ich in München, in Schwabing, also jetzt für die Münchner, die München kennen, direkt hinter der Uni, also in der LMU. Das ist, glaube ich, das ist die Schellingstraße. Ich glaube, es ist die Schellingstraße, auf jeden Fall, oder Marienstraße, auf jeden Fall, die gerade verläuft. Und da auf der linken Seite gibt es dieses Mashima oder Makima oder wie auch immer das heißt. Und davor gibt es noch so einen Billigschuhladen halt. Oder ja, genau, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Auf jeden Fall halt so ein No-Name-Laden. Und ich habe nach ganz schlichten Sandalen gesucht und habe die hier gefunden. Also einfach wirklich ganz schöne, schlichte, braune Sandalen. Ich finde die echt süß hier mit den kleinen Blümchen. Und super bequem, und die haben irgendwie 14,95 € gekostet. Und die gleichen habe ich mir nochmal in Türkis gekauft. Die habt ihr vielleicht auch schon auf meinem Blog gesehen. Da habe ich schon drüber gepostet mit dem Outfit. Sieht es auf dem Video ein bisschen bläulich aus. In echt sind sie eigentlich ein bisschen türkiser, wirklich. Ich weiß nicht. Sieht jetzt ein bisschen. Also eigentlich sind sie türkis, jetzt sehen sie blau aus. Das ist jetzt ein bisschen doof mit dem Licht. Aber gut, auf jeden Fall. Genau. Die gab es auch noch. Auch 14,95 €. Und dann war ich gestern in einem anderen, auch in einem richtig großen von diesen No-Name-Läden. Und zwar ist der in der Schwanthalerstraße, glaube ich. Auf jeden Fall da, wo diese ganzen auch Handy-Läden sind, auch diese ganzen Türken-Läden. Und da gibt es so einen riesen No-Name-Laden, wirklich mit wahnsinnig vielen Schuhen und auch Klamotten, also wirklich coolen Klamotten. Und ich bin da eigentlich hingegangen, weil meine Mitbewohner ein richtig geiles Kleid gefunden hatte. So ein richtig geiles Blumen-Sommerkleid, was nur bis hier oben ging und dann so richtig schön geflattert vorne, kurz hinten lang und einfach richtig geil aussah. Und das hatten sie aber leider nicht mehr in meiner Größe. Aber sie hatten ein sehr ähnliches, also vom gleichen Farbmuster. Zwar ein anderer Stoff, aber meiner Meinung nach auch echt wunderschön. Und das könnt ihr jetzt besser sehen, oder könnt ihr besser sehen, wenn ich es angezogen hätte. Vielleicht poste ich euch noch ein Bild, weil ich es gestern schon getragen habe. Aber es ist wirklich total geil und flattert schön und ich glaube, das hat 34 € gekostet oder 24,95 €. Auf jeden Fall so zwischen 25 und 35 €. Und ich finde das echt richtig schön. Also dafür so ein richtig schönes Sommerkleid. Und ich meine, im Endeffekt ist die Qualität, finde ich, fast besser als bei H&M oder es ist halt fast Zara, so ungefähr. Aber es haben auf jeden Fall nicht so viele Leute. Also das finde ich auch immer ganz cool an diesen Läden. Und das ist das erste Mal, dass ich mir da Klamotten gekauft habe. Aber in dem Laden haben sie echt richtig, richtig geile Klamotten gehabt. Und genau, dann habe ich mir noch diesen Blazer hier gekauft, auch in dem Laden. Es ist ein bisschen doof heute mit dem Licht irgendwie, weil der ist auch eher so. Sieht alles so blau aus heute. Das ist eigentlich eher grün. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Genau, der hat hier so. Was ich nicht ganz so geil. Also, was ich ganz cool finde, eigentlich ist diese Nähte hier. Kann man auch zu- und aufmachen. Was ich nicht ganz so schön finde, sind diese goldenen Knöpfe hier. Ich glaube, die ändere ich noch. Da mache ich, glaube ich, größere rein. Ich finde, das sieht irgendwie einfach. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, was so ein bisschen billig aussehen könnte. Und der Blazer hat 34,99 € gekostet. Also finde ich echt cool und mal was anderes. Und ich habe genau noch so eine Farbe gesucht. Wie gesagt, es sieht jetzt eigentlich, also es sieht im Video jetzt ein bisschen bläulich aus. Es ist noch mehr mintig. Und dann habe ich mir noch so einen Schal gekauft. Ich suche schon ganz, ganz lange nach so einem coolen American Flag Tuch. Und bei New Yorker gab es ja auch welche, aber da hat es mir nicht so gefallen, dass es das so ein Loop Scarf war und es ja irgendwie komisch war zum Wickeln. Und genau, jetzt habe ich hier so ein einfach ganz easy going hier. So einen coolen American Flag Tuch, Schal, was auch immer. Genau, also das noch. Und der hat 4,95 € oder so gekostet im Laden. Okay, und jetzt mein absolutes High. Warte. Erstmal noch habe ich mir noch ganz normale Ballerinas gekauft, weil ich irgendwie einfach schwarze haben wollte. Und die sind auch voll süß, finde ich, hier vorne mit so einer kleinen Schleife noch drauf. Und ich finde jetzt auch nicht, dass die super billig aussehen. Also finde ich, könnten jetzt auch von, weiß nicht, Zara oder sonst wo sein.
Also die finde ich echt süß. Die haben auch irgendwie, ich glaube, nur 9,95 gekostet. Ja, genau, 9,95. Und eigentlich wollte ich da noch ein paar Nieten drauf machen. Muss ich mal schauen, ob ich das jetzt bei denen mache oder nicht. Auf jeden Fall die noch. Und mein absolutes Highlight in dem Laden. Oh Gott, ich finde, die sehen echt, echt super aus. Und ich finde vor allem, dass die wirklich nicht billig aussehen. Sind diese wunderschönen, glitzernden Sandalen. Also ich finde die echt schön. Ich finde jetzt auch wirklich, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht im Licht, aber die sehen echt cool aus. Und auch von den Steinen her mit dem Gold und so. Also ich finde, das sieht echt nicht günstig aus. Und die haben irgendwie 14,95 gekostet. Und ich meine, das finde ich schon echt... Die könnten jetzt auch irgendwie von einem wirklich, ich weiß nicht, Buffalo oder irgendwas teurerem sein. Also, mein absolutes Highlight, ich kann euch nur sagen, geht um solche Läden. Ich meine, meistens haben die ja wirklich ein ähnliches Sortiment. Also schaut einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr die ja auch. Genau. Ich arbeite in einer PR-Agentur und wir haben einen Kunden, der heißt Bruno Premi, kennt ihr vielleicht auch schon. Die machen ganz, ganz, ganz tolle italienische Schuhe, also wirklich aus echtem Leder und richtig gute Qualität. Und ich habe auch schon ein paar Stiefel von denen gehabt und liebe die, weil die wirklich sich richtig geil anfühlen, weil das echtes Leder ist und einfach richtig schön sind. Und jetzt habe ich diese Schuhe hier noch bekommen, also richtig geil. Ich hatte sie ja noch nicht an, also nur so einmal zum Anziehen, aber die sehen wirklich Hammer aus. Die sind super geil. Und dann auch noch von Bruno Premi, die machen nämlich jetzt auch Klamotten. Eine wunderschöne Jacke, ich liebe sie, ich finde die so cool. Die hatte ich nämlich bei dem Press Day schon an und dann... durfte ich sie jetzt haben. Oh, ich bin mich so gefreut. Die ist echt cool. Aber ich liebe ja Jacken sowieso. Und die ist halt recht kurz. Aber ich finde die super schön. Hat halt hier so Nähte. Und genau hier überall noch so Nähte. Und ja, also die ist auch echt ein bisschen teurer, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie viel die kostet. So zwischen 100 und 200 Euro, würde ich sagen. Aber die ist wirklich wunderschön. Also schaut euch mal den Laden an. Das ist www.brunopremi.com. Und der ist echt toll. So, dann gab es noch ein Paket von Romba, was ich bekommen habe. Und da habe ich mir diesen Rock hier ausgesucht. Den hatte ich, weiß nicht, ob ihr den kennt, den Blog Viva Luxury. Habe ich irgendwie vor kurzem erst entdeckt aus Amerika. Also ich meine, wahrscheinlich kennen ihn ziemlich viele. Ich kannte ihn irgendwie vorher noch nicht, weiß gar nicht warum. Wirklich ein wunderschöner Blog und auch echt ein richtig großer. Und die hatte diesen Rock an. Ich fand den so cool bei ihr, dass ich mir den dann wirklich mal sogar nachbestellt habe. Ja, also auf jeden Fall echt ganz cool. Ich hatte ihn jetzt noch nicht so richtig an, also noch nicht so richtig kombiniert, aber der ist auf jeden Fall schön. Und passend dazu von Rombe gab es noch diese Jacke hier. Auch in einem super, ja genau, jetzt seht ihr mal die Farbe. Richtig cooles Blau, also ein richtiges Electric Blue. Und die ist echt cool. Die sieht zwar, online dachte ich, dass die Ärmel so ein bisschen fester wären. Das ist so ein ganz, ganz leichter Seidenstoff schon fast. Aber ich finde die trotzdem... Das ist mal ein bisschen anderer Style, also nicht das, was ich jetzt so typisch trage, aber ich finde die echt cool und die gefällt mir richtig gut. Ich habe mir die jetzt, glaube ich, auch nochmal in Gelb bestellt oder werde sie mir nochmal in Gelb bestellen. Die gibt es auch noch in Pink, also anstatt des Blaues das Pink. Genau, und ich weiß nicht genau, wie viel die gekostet hat, so um die 40 Dollar, glaube ich, oder so. Und dann gab es noch ein Paket von OASAP. Oder wie man... Ach nee, Quatsch, Shaneside oder She Inside, wurde mir gesagt, dass der Laden halt, ich dachte immer, der heißt Shaneside. Also She Inside, kennt ihr wahrscheinlich den Online-Laden. Und da habe ich mir diese geile Galaxy-Leggings bestellt. Und also ich hatte sie einmal an jetzt, also noch nicht wirklich getragen, einfach mal anprobiert. Und Problem ist halt, dass die so ein bisschen sehr... Die ist halt nicht so ganz stabil und da sehen halt die Beine dann schon echt so ein bisschen... Also was heißt dicker, aber sie sind nicht so wirklich kompakt jetzt wie in anderen festen Leggings oder Hosen. Und also die ist schon ziemlich cool, aber sie ist halt auch sehr speziell. Deswegen, also ich finde sie schon sehr geil, aber man kann sie jetzt halt nicht jeden Tag tragen oder so. Und dann habe ich noch ein richtig geiles Kleid bestellt. Was halt auch so ist, dass man es nicht wirklich jeden Tag tragen kann. Aber Hammer. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon von einigen Blogs. Ja. Ein richtiges, ich weiß nicht, Prinzessinnen oder so Kleid. Also das finde ich auch echt schön. Genau, das ist richtig lang. Und wunderschön. Ja, das war's auch schon fast. Dann habe ich noch eine Sache von New One. Das ist ein Shop aus Österreich. Und da haben ein paar Blogger ja auch schon Sachen bekommen. Und hier habe ich noch mal ein Armband in so einem Rosé-Ton mit Silber. Also richtig schön. Die sind wirklich richtig geil verarbeitet. Das sind eigentlich alles einzelne Armbänder. Also ich glaube, das hier kostet ungefähr 15 Euro, irgendwie 14,95. Die kosten alles um die 15 Euro. Das sind alles echte Steine hier, also richtig schön und man kann sie halt als Set tragen oder einzeln. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es war heute mal nicht ganz so lang. Und genau, was ich euch fragen wollte,
Ich will demnächst mal so ein Video machen, wo ich eure ganzen Fragen beantworte. Also ihr könnt mir alle Fragen stellen, die ihr habt, die ihr zu meinem Blog habt, wenn ihr meinen Blog Style Roulette lest oder zu meinem YouTube-Channel oder zu meiner Person an sich oder zu irgendwelchen Klamottenfragen oder was weiß ich. Also fragt mich einfach alles, was ihr schon jemals wissen wolltet von mir. Und dann würde ich dazu ganz gerne ein Video machen. Und eventuell auch wieder auf Englisch, weil ich jetzt ein paar Anfragen wieder bekomme, ob das viele irgendwie sich wieder Videos auf Englisch gewünscht haben. Also sagt mir einfach, was ihr besser findet, Deutsch oder Englisch und was für Fragen ihr habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.